Hallihallo und herzlich willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute soll es weitergehen mit kleinen Collagen bzw. mit Resteverwertung und vor allem mit Junk. Und Junk heißt ja umgangssprachlich Müll, also mit Sachen, die quasi schon gebraucht sind, recyceln und wie auch immer. Also ich habe hier so ein bisschen was hingelegt und zwar möchte ich heute mit dir ein paar Cluster machen und zwar dekorative Cluster, also quasi etwas, was unter Embellishments zählt, Verschönerungen, ja. Falls du dich mit den Begriffen noch nicht so auskennst, in meiner Basic-Reihe habe ich ganz am Anfang irgendwann mal die Begriffe erklärt. Da kannst du dann einmal in die Playlist gucken und schauen, was ich da so erzähle. Jetzt wollen wir erstmal hier starten und zwar, ich habe mir ein bisschen Reste geholt, diverse Reste und zwar einmal Packpapier, das ist stinknormales Packpapier und das möchte ich gerne als Basis nehmen für meine Cluster. Dann habe ich hier so ein Papier, darauf habe ich immer, also ich, wenn ich jetzt Stempel mache oder nur Teilstempel abdrücke, das aber komplett ins Kissen packe, dann packe ich mir mal ein Stück Papier drunter und das ist eigentlich immer das gleiche Papier. Und hier sind diverse Tischstempel drauf, das sieht schon ein bisschen zugerotzt aus. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Sowas hebe ich mir dann immer auf, weil das eine schöne, am Ende so eine schöne Collage und schöne interessante Hintergründe gibt. Deswegen, das werde ich mit verbasteln. Dann habe ich hier, ich hatte ja damals diese Mäppchen mal genäht aus dem Milchkarton. Das Video findest du auch in den Uploads irgendwo, falls dich das interessiert. Ich würde es ansonsten auch verlinken. Ich muss mir das einmal kurz immer notieren, glaube ich, mit der Verlinkung, weil ich weiß, ich bin da drin total schlecht. Also, ich werde dir auf jeden Fall verlinken, wie ich diese Mäppchen mache, weil ich sie jetzt gerade erwähnt habe. Ich schreibe mir das hier einmal kurz auf. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber muss mal sein. Dann habe ich hier Verpackungsmaterial, zum Beispiel dieses. Also, ich habe mir Stempel gekauft, die waren hier so verpackt und dann gab es halt eben dieses als Hintergrund. Finde ich eigentlich ganz cool. Auch dieser Hintergrund ist nicht schlecht, kann man auch nehmen als Basis. Ich möchte nämlich die Cluster, die ich heute mache, das sollen schon so fundamental gute sein, die einen guten Grund haben. Also nicht so dünnes Papier nur, sondern wirklich auf einer Basis sind, einer kartonartigen Basis. Deswegen habe ich jetzt hier so etwas dickeres Scrapbook-Papier genommen, ne? Reste wie gesagt und hier von dem Ding. Was ich hier noch habe, das ist von schwarzes Papier, beziehungsweise das ist Verpackungspapier von... Schablonen und die sind hinten so, da ist das dann erklärt, wie man die benutzt und so weiter. Und das Coole ist, da sind dann so Beispiele, wie das hier zum Beispiel. Das ist schon so eine kleine Mini-Collage und hier auch. Und das hier sind ganz, ganz tolle Bilder, die man sich noch ausschneiden kann aus alten Verpackungssachen. Ja, finde ich total cool. Ich habe da sogar noch mehr von, glaube ich. Ich muss einmal hier gucken. Ja, hier. Also... Ja, hier könnt ihr das sehen. Das ist, ja genau, das ist mal das Gleiche. Ne? Das war das hier quasi nur zerschnippelt. Ich hatte damit eigentlich mal was vor, dann habe ich es doch nicht gemacht. Und ne, das ist halt eben das, so sieht es im Ganzen aus. Und ich finde diese hinteren Bilder, manchmal ist das tatsächlich so, dass die Verpackungen schon, was Scrapbooken angeht, schon ziemlich cool sind und man damit echt noch ganz schön viel machen kann. So als Design. Und das hier, das sind von mir Fehldrucke. Wie du siehst, ist hier, da ist mein Pulver ist total durchgedreht und war auf der Rolle und so. Das ist nicht so schick. Aber ich möchte es nicht komplett wegschmeißen, weil es eigentlich zu schade ist. Vor allem, weil das auf so dickerem Papier ist, auf 200er Gramm. Und das kann man auch super als auch Basis nehmen oder beziehungsweise die Teile, die noch gut sind, dann eben ausschneiden. Ne? So zum Beispiel. Und das hier, da bin ich ganz stolz drauf. Das ist mein erster Packen selbstgemachtes, handgeschöpftes Papier. Ich habe das gestern gemacht und also die kleinen Dinger kann ich schon mal sagen, den Rahmen, den ich habe, der ist blöd. Habe ich nachher nicht mehr weiter benutzt, weil lässt sich total schlecht rausdrücken, weil der halt, ja, erkläre ich dir irgendwann mal. Ja, also genau, was ich sagen wollte ist, ich habe das jetzt einmal gemacht, also es ist nicht schwer und ich werde definitiv ein Video dazu machen, wie man handgeschöpftes Papier selber machen kann. Und ja, ich muss natürlich noch ein bisschen hier dran arbeiten und auch mit dem Einfärben und so. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe auch noch zu große, grobe Sachen da drin. Aber eigentlich nicht schlecht, vor allem auch als Basis, wenn man sich was nimmt. Zum Beispiel bei solchen Blättern, die so gar nichts geworden sind. Ich finde ja, diese hier sind schon echt toll geworden. Also die kann man auch ganz toll fürs Journalen dann schon nehmen. Und auch relativ stabil, also nicht ganz so dünn. Und dann habe ich aber auch welche, die sind nicht so gut geworden. Wo hatte ich das denn jetzt hier? Wie war irgendwas? Also das ist auch eigentlich ganz... Und die sind ja doch alle ganz gut geworden. Manche sind aber viel dünner oder halt eben nicht so schön wie das hier. Haben aber eine interessante Struktur.
Und die würde ich gerne auch mit in den Collagen bauen. Ja, genau sowas wie das hier. Da habe ich ein Experiment gemacht und zwar habe ich da Glitzer drauf gestreut. Aber das Problem ist, das war kein Glitzer, sondern das waren so Kügelchen. Und das Witzige ist jetzt, dass ich jetzt hier solche Löcher auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite ist das komplett so richtig granuliert. Und das werde ich auf jeden Fall auch für die Cluster benutzen. Oder hier zum Beispiel kaputt gegangen, habe ich trotzdem trocknen lassen. Und ja. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, macht Spaß. Problematisch ist halt nur die Hände. Also ich werde mir wohl Handschuhe besorgen müssen, weil die Hände, die leiden natürlich extrem, wenn du ständig in dieses feuchte Wasser gehst. Also mehr als diese 20 Stück hier habe ich nicht geschafft zu machen, weil da merkte ich schon, also meine Haut gibt echt nach. Ist nicht so cool. So, aber das möchte ich heute für meine Cluster benutzen und noch ein bisschen was aus meinem Sammelsurium an Standsteilen, diversen Dingen, die ich mal bekommen habe. Und zwar einmal hier. Das ist ganz voll mit Sachen, mit ganz, 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 ganz viel Kleinkram, Standsteile, Stempelteile und was weiß ich nicht alles. Das muss ja alles, will ja alles irgendwann mal auch hier verbastelt werden. Und ja, es wird langsam Zeit, den ganzen Kram auch mal zu benutzen. Ne? Und das werde ich heute einfach mal tun. Und dann habe ich natürlich auch noch mein eigenes Teilchen, was ich ein bisschen gefüllt habe. Das hatte ich ja letztes Mal schon gezeigt. Da sind noch ein paar Tickets drin, so ein paar kleinere Sachen. Und vor allem die hier werde ich auf jeden Fall heute benutzen, weil diese kleinen Teile, also diese hast du vielleicht im letzten Video schon gesehen. Ne, das sind so kleine Abreißblöckchen. Die gibt es bei mir demnächst im Shop. Vielleicht habe ich es auch schon drin, ich weiß es nicht. Das Video drehe ich ja immer an einem anderen Tag. Also aktuell, jetzt wo ich das Video drehe, habe ich sie noch nicht im Shop, aber die kommen in den Shop. Und es kann sein, dass wenn dieses Video ausgestrahlt wird, dass es sie schon gibt. Aber das nur so nebenbei, weil ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein und darf sein. So. Und du sollst ja schließlich sehen, was du mit meinen Produkten alles so treiben und machen kannst. Das ist ja auch ganz klar. Das wird ja sonst doof. So. Dieses, das hatte ich auch schon erwähnt, das Tutorial für diese Klappdinger, das kommt. Und zwar kommt das diesen Monat noch. Und zwar, das sage ich dir dann gleich schon am 24. Das ist der Freitag. Der letzte Freitag in diesem Monat, da kommt dann das Video, weil ich habe mir überlegt, ich werde diese Dinger basteln für die Femra-Aktion. Also Überraschung ist zwar jetzt schon geplatzt, aber ja, kann man ja ruhig mal sagen, ne? Weil ihr werdet ja nicht, nicht sehen, wie sie dann aussehen. Also ich werde eins dann mit euch zusammen basteln. Und den Rest, den werde ich dann, kriegen dann die Leute quasi, die dann im Februar an der Ephemeral-Aktion teilnehmen. So, okay, dann fangen wir mal an. Also ich hatte ja gesagt, ich will daraus hier eine Basis machen. Und ich überlege gerade, wie die aussehen soll. Und wie groß vor allem die werden soll. Ich denke mal, wir machen 4 Cluster, das reicht. Ich werde die so mittelgroß machen. Und zwar werde ich mir das erstmal zu einem Rechteck machen. Ein bisschen. So, und dann werde ich so 4 ähnlich große Teile mal machen. So. Die müssen nicht komplett gerade sein, die dürfen ruhig ein bisschen krumm und schief sein. Ja, wohl das hier gefällt mir als Basis ganz gut. Das ist auch noch okay. Ja, geht. Alles gut. Also, das wird meine Basis sein für die Cluster. Das ist also Schicht Nummer 1. So, und dann hatte ich mir ja überlegt, ich werde definitiv etwas von diesen Pappen hier benutzen. Jetzt hatte ich ja gesagt, das soll meine Basis sein. Das ist eigentlich Quatsch, das ist viel zu dünn. Eigentlich ist es viel besser, wenn ich dafür tatsächlich etwas festeres Papier nehme. Ich glaube, das ist besser. Aber jetzt kann ich mich für die Seite nicht entscheiden, ist ja auch blöd. Dann machen wir das anders. Ich mache daraus, aus diesem Rest hier mache ich Cluster. Und dann sieht man wieder nicht so viel davon, ne? Ach, ist manchmal auch eine schwere Entscheidung. Wo habe ich denn jetzt noch so Reste, die ein bisschen fester sind? Mache ich denn das daraus? Könnte ich auch. Entschuldigung. Ich bin gestern aus der Nachtschicht raus und ich bin noch ein bisschen durcheinander. Woraus mache ich mir jetzt die Basis? Was ist eine gute Basis? Ich gucke mal gerade. Es könnte nämlich auch sein. Ha! Perfekt. Ein Griff. Ich habe nämlich hier, ich hatte von Kraftumschlägen noch sowas hier übrig. Das sind eigentlich Karten. Ich finde die als Karten aber ziemlich, naja, ist halt so Actionware. Das hier wird meine Basis. Und die Karten müssen ja auch mal, wollen ja auch mal verbastelt werden. Und von daher machen wir da jetzt mal 4 solche Cluster.
So, ganz ordentliche. Ich habe auch schon mal Cluster gemacht, die nicht so ordentlich waren. Kannst du auch in der Ephemera-Playlist sehen. Einmal kurz aufschreiben. Playlist. Die verlinke ich dir am Ende. Dann kannst du da einmal so durchgucken, was ich dann schon alles so gemacht habe in der Zeit. Also es ist ja jetzt, obwohl die Serie jetzt neu ist, habe ich natürlich auch schon viele Sachen auch schon gebastelt. So, und was ich jetzt vorhabe, ist einmal also auf diese Basis, weil die ein bisschen fester ist, klebe ich mir jetzt das hier. Und dann machen wir daraus ein großes Cluster. Das werden große Cluster, ja. So, das wird jetzt direkt einmal aufgeklebt. Und warte, ich gucke jetzt einmal, wie das aussehen würde, wenn ich das erst so mache vielleicht. Ja, hier achte ich eigentlich nur darauf, dass ich hier zwei, ja, es lässt sich wunderbar natürlich reißen, das selbstgemachte Papier. Und zwar achte ich hier nur darauf, dass ich letztendlich, ne, die Seite ist sogar noch interessanter, hätte ich das denn jetzt mir gedacht, dann mache ich das so rum. Und zwar, was wollte ich denn sagen? Jetzt habe ich ein Loch im Kopf. Was wollte ich denn sagen, verdammt Tag? Ach so, genau, worauf ich achte. Also, meine Regel sozusagen beim Basteln ist, dass ich immer versuche, Kontraste zu setzen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier etwas Dunkleres habe, wie jetzt diese Kraftkarte, mache ich jetzt eine Schicht, die ein bisschen heller ist. So, und dann setze ich da wieder etwas Dunkleres drauf, ja, und schaffe damit so ein bisschen Kontrast. Und das gibt dem Ganzen etwas, ne? Das sieht einfach dann schöner aus. So, das kann auch überstehen, will ich jetzt aber hier bei der Karte nicht. Ich möchte eigentlich, dass das hier direkt drauf ist. Das heißt, ich reiße mir das hier noch ein bisschen zurecht. Und ja, also mein Experiment mit den Blumen damit reintun hat auch nicht so gut geklappt. Die reißen, also nee, doch jetzt geht's. Aber manchmal gehen die dann so ab. So, auch die Form darf ruhig nicht wechseln. Also ich mag es ja ein bisschen asymmetrischer, ne? Symmetrie ist zwar auch schön, wenn du gar nichts, also wenn das mit der Asymmetrie, wenn dir das zu kompliziert ist, dann mach ruhig symmetrische Sachen. Das sieht auch immer gut aus. Ne? So, was ich jetzt hier auf jeden Fall machen werde, ist das Inken von außen. Und damit ich das nicht gleich komplett vergesse, mache ich das jetzt mit als erstes. Also es sind im Prinzip Clusterkarten werden das, genau genommen. Man könnte es jetzt auch noch so ein bisschen einreißen vielleicht, damit das nicht ganz so gerade ist. Ja, kann ich eigentlich mal machen, ne? Ja, ist alles irgendwie so ein bisschen... So, und hier lasse ich das einfach mal so überstehen. So, und wie ich schon gesagt habe, das ist ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Video schon gesagt habe oder im letzten, das sind ja diese Embellishments, also Verschönerungen, die man dann nachher mit einbauen kann. Und hieraus zum Beispiel lässt sich wunderbar nachher eine Pocket machen, ne? Also das ist eigentlich ganz cool, hast du quasi schon eine Pocket gestaltet in Clusterform. Cluster bedeutet ja letztendlich... ja, Aufeinanderschichtung von so Dingen, ne? Von so ganz vielen Dingen. So, was auch immer super aussieht, sind natürlich per se sowieso schon mal Buchseiten. Buchseiten sind immer gut. Die sollte man auch immer haben. Ich nur gerade gucke. Gib mir doch mal eine Buchseite. Die ist jetzt sehr gelb. Das heißt also, ich möchte jetzt hier drunter am besten irgendetwas, was ein bisschen heller ist. Was zum Beispiel super gehen würde, wäre jetzt so ein Rahmen. Ich schneide den hier mal aus. Wo habe ich meine Schere begraben? Ach ja, das Chaos geht schon wieder los. So, ich nehme mal diesen Rahmen, weil der ist ganz schlicht und relativ groß. Den schneide ich mir erstmal hier grob aus. So, und dann gucke ich, dass ich den so ein bisschen feiner ausschneide. Ne? So. Der ist jetzt auf weißem Stockpapier, also auf weißem Kartonpapier quasi gedruckt. Und die gibt es als Etiketten bei mir auch im Shop, diese Rahmen. In Transparent und in Stickerform. Das hier, das war ein Probedruck für Die-Cuts. Das heißt also, es sind nur Pappen. Das ist nicht selbstklebend.
Da weiß ich noch nicht, ob ich das in den Shop reinnehmen soll oder nicht. Keine Ahnung. Ich hatte überlegt, ob ich das, wenn ich das reinnehme, ob ich das nicht auf weiß mache, sondern tatsächlich auf Graspapier. Weil ich das persönlich einfach schöner finde. Allerdings ist natürlich, wie ich jetzt hier zum Beispiel sehe, sieht das ja so auch ganz toll aus. Ja, das ist schon wieder so eine Sache, wo ich das dann immer nicht weiß. So, hier würde ich dann einmal das Papier so nehmen. So ein bisschen gerissen. Genau. Ja, vielleicht werde ich das doch. Ach, ich weiß es auch nicht. Sag doch mal was. Soll ich sowas in den Shop aufnehmen oder nicht? Ich weiß es nicht. Also als Sticker ist das ja schon ganz praktisch. Ob man das unbedingt als Die-Cut dann braucht, weiß ich nicht. Ich bin da, wie gesagt, immer ein bisschen unentschlossen. Eigentlich müsste ich viel mehr Umfragen zu sowas machen, um zu wissen, was ihr gerne hättet, so. Oder was euch gefällt oder keine Ahnung. Was irgendwie eine coole Sache wäre, was ihr noch so braucht. Ich bin ja immer gewillt, neue Dinge auch zu kreieren und sie euch bereitzustellen. Also ich habe mich ja entschieden, und am Anfang wollte ich das nicht, weil das unheimlich kompliziert ist. Ach, mit so echter Papeterie. Aber letztendlich muss ich ehrlich sagen, es macht einfach am meisten Spaß. Upsi. So. Auch wenn das jetzt mit der Dings ein bisschen blöd ist, ne, weil ich brauche jetzt extra eine Verpackungslizenz und sowas alles, aber ist nicht schlimm, weil mache ich halt super gerne diese Sachen und einiges davon mögt ihr ja auch wirklich. Bestimmt nicht alles. Manches sind auch einfach nur erstmal Experimente, die im Shop sind. Und dann gucke ich immer, ob die überhaupt bei euch ankommen. Ich habe ja auch festgestellt, da bin ich auch ehrlich, wenn man sowas fragt, wie würdest du das und das lieber kaufen, dann kommt dann schon eine Antwort von, also gerade auf Instagram hatte ich das festgestellt, so in den Umfragen. Dann kommt da zwar eine Antwort, aber letztendlich, sobald es im Shop ist, wird es dann zum Beispiel gar nicht gekauft. Also Ladenhüter habe ich wohl auch. Einiges davon ist auch schon lange weg, ist auch schon rausgenommen aus dem Shop. Aber da muss man muss sich dahin probieren, ne? Dass man dann irgendwann so genau weiß, was trifft euren Geschmack vor allem und worauf habt ihr Bock? Ja, also das ist jetzt hier im Prinzip, das ist eine Mini-Collage. Ne? Also jedes Cluster ist auch eine Collage. Und jetzt gucken wir mal, was wir da noch so hinbauen. Was ich total cool finde, ist ja tatsächlich dieses hier. Ne? Mit diesem, das finde ich, das passt jetzt richtig gut dazu. Ja, und das kann man eigentlich auch schön, könnte man das auch in Masse produzieren, indem man sich das alles so schön aneinander reiht. Und dann, das ist doch cool. So nebeneinander legt und dann immer die Schichten dann passend beklebt und so, ne? Das ist schon cool. Wir machen das hier aber ein bisschen abgerundet. Ich glaube, das würde mir besser gefallen. Dann werden wir das noch ein bisschen üben können. So, und was ich auch in meiner Collage heute haben möchte, ist ein bisschen so Stoff oder Band. Und da kann man ja alles Mögliche an Kram nehmen und ein bisschen stempeln werde ich wohl auch. So, das werden wir gleich hier irgendwie so dran kleben. Jetzt gucke ich einmal, mit was wir stempeln heute. Was könnten wir denn hier schönes stempeln? Ich habe ein paar feine Stempelchen, so irgendwie Pflanzen oder so wäre jetzt eigentlich ganz cool. Mal gucken. Das hier finde ich, glaube ich, ganz schön. Ja. Boah, sind die klebrig, alter Vater. Ja, schön, schön. Ja. Ich überlege gerade, ich habe nämlich eine Idee. Wo ist denn jetzt das Dingsbums schon wieder hin? Oh, Alter. Ach da, direkt neben mir, ne? Das ist mal das Geilste. Sachen liegen neben mir und ich sehe sie nicht. Und zwar diese kleinen Rahmen. Da werde ich mir jetzt einen von abreißen. Oh, jetzt bimmelt es. Jetzt muss ich leider mal auf Pause machen. Ach, wie ärgerlich. Ja, da kam jetzt gerade die Post.
Jetzt muss ich doch das Video zusammenbasteln und das wird dann ein bisschen länger dauern, leider. Ich versuche das ja mal im Stück zu machen, weil das immer die kürzeste Variante ist, das hochzuladen auf YouTube. Jetzt brauche ich noch meine Matte und zwar habe ich mir überlegt, ich werde das ausschneiden. Einmal einen kleinen Cutter hier rausschicken. So. Und dann werde ich das hier einmal so den Rahmen quasi ausschnibbeln. Mal gucken, dass ich das hier gut hinkriege. Ich bin da, also mit Schneiden habe ich es ja nicht so gut, ne? Da bin ich ja echt ein Honk. Ich bin manchmal auch ein bisschen. Ich bin ja auch so ein Schnellbastler, ne? Das dauert mir alles sonst immer zu lange. Was ich immer bewundert habe, meine Mutter, die hat früher für Weihnachten und so, hat sie immer so, so mit dem Skalpell ewig und drei Tage da so rumgeschnippelt an solchen Bildern, die man danach ins Fenster hängen konnte, ja, aus Tonkarton oder Tonpappe oder so. Das ist echt, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. So, genau. Ja, und jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Rahmen. Der kann da noch mit drauf. Das ist so cool. Und da stempeln wir jetzt aber was drauf und dann guckt das quasi durch den Rahmen durch. Das finde ich schön. So machen wir das. Wo habe ich jetzt das Ding da hingelegt, was ich da... Da. Muss ich mal gerade gucken, was ich da drin packe. Das ist zu klein. Ich brauche einen größeren Klotz, ein bisschen länger ist. So, der ist perfekt. Dann machen wir dann einmal den hier dran. So. Genau. Jawohl. Und dann machen wir das so. Das wird cool. So, aber jetzt passt mal auf. Ach, ich liebe das, mein Kleiner, wenn der immer sagt, pass mal auf. Kaputt lachen, ey. Also im Alter wird man ja echt lustiger mit seinen Kindern, ne? Ich war ja mit den Mädels, war ich ja nicht ganz so entspannt. War ich ja auch deutlich jünger. Da muss ich ja echt sagen, das ist schon... Also jetzt muss ich gerade mal gucken. Das war jetzt nicht so schlau. Es wäre schlauer, das erstmal festzukleben. Wenn da denn dann Kleber rauskommt. Oh, ich hasse es, ne? Ja, ich weiß, den sollte man immer zwischendurch dann auch zumachen. Aber weißt du, beim Basteln, immer ganz ehrlich, wer macht denn sowas? Das Blöde ist, der steht auch nicht auf seinem Deckel. Der ist zu klein, also zu schwer für den kleinen Deckel. Sonst hätte ich den ja hingestellt. So. Weißt du was? Sieht auch gut aus. Ich lasse das jetzt so. Da bin ich jetzt mal echt stumpf. So, guck dir das mal an. Jetzt machen wir hier so eine schöne Collage. Na, sieht das nicht niedlich aus? Das finde ich schön. So, und da greife ich dann mal zu meinem kleinen Mini-Tiki-Glue. Na, shit. Der ist nämlich auch schon hier vorne voll verklebt. Und das Problem ist, ich habe da ja eine kleine Nadel immer drin. Und ja, die können natürlich Feuchtigkeit nicht ganz so gut ab. Dann ist immer so manchmal so das erste von dem Tiki-Glue ist dann dreckig. Guck mal, wie braun das dann ist. Also der ist dann nicht weiß, der ist dann braun, weil da der ganze Rost in diesem Ding drin ist, ja. Nicht cool, sage ich. Nicht cool. So, machen wir mal die vier Ecken hier fest. So. Und dann machen wir da fix den Rahmen drauf. Guck mal, wie fein das jetzt aussieht. Na, wenn das mal nicht schick ist. So, und was ich immer noch nicht gemacht habe und schon so lange tun wollte, war meinen alten Verbandskasten mal auseinanderzunehmen, um da die Verbandssachen rauszunehmen, weil das immer ganz schön ist, so als Stoff extra. Was ich jetzt aber hier mache, ist, ich muss gerade einmal gucken, wo habe ich denn... Also man könnte, was man auf jeden Fall noch dabei tun kann, ist, was immer cool aussieht, ist Washi natürlich. Das hier, das sieht ganz gut aus mit dem Maßband und diesen Winkeln und so. Finde ich, ist ganz nett. Kann man mal machen.
Könnte man auch so andeuten, als würde das die Pflanze festhalten. Oder einfach hier. Ich schneide das einmal hier ab. So. Und dann machen wir das einmal hier so drüber. Und zwar das Stück, was hier das Maßband hat. Und diese Winkel. Ist wahrscheinlich ein bisschen too much, wa? Egal, machen wir hier dran. Man, das soll ja nicht verkommen, nicht? So. Oh, ich merke schon, das wird eine Sache hier mit den Clustern. Eine längere. Ja, so finde ich das schon ziemlich cool. Ist auf jeden Fall eine schöne Deko. Sieht interessant aus. Mag ich gerne. So, das ist Nummer 1. Wo haben wir denn jetzt die anderen Sachen? Wisst ihr, was ich lustig finde? Ich höre euch schon schreien im Hintergrund. Du hast es da und da hingelegt, in die und die Richtung oder was auch immer ihr da brüllt. Und ich höre euch leider nicht. Ich bin nämlich eine taube Nuss, was das angeht. Wisst ihr doch. Ja, super geil. Das kann ja nur hier sein. Da haben wir es. Okay. So. Und das hier werde ich aber jetzt schon reißen. Und zwar nur oben. Oder? Ah, vielleicht an der Seite auch noch ein bisschen. So. Ja, es lässt sich ein bisschen schwer so am Stück reißen. Ein bisschen gucken. Das werde ich jetzt hier von allen Seiten so ein bisschen anreißen. Was ja auch immer schön ist bei solchen Collagen, ist, das oben, also aufs Journal drauf zu machen, direkt, ne? Als Verschönerung. Wenn man jetzt was Schlichtes hat, das so ein bisschen als Hingucker dann drauf zu machen. Was ich auch schön finde, ist natürlich, also Cluster kannst du ja auch entfremden sozusagen. Es muss ja nicht unbedingt im Junk Journal Platz finden. Du kannst ja genauso gut Karten damit dekorieren oder so. Oder es einfach auf ein Geschenk kleben, statt einer Schleife so ein Cluster. Ja, finde ich eigentlich auch eine schöne Idee. Ich glaube, mir gefällt das besser, wenn das alles ausgefranst ist. Das ist mehr so meins. Also hier mehr meins. So, dann machen wir jetzt hier mal 3 im Akkord. Und ich glaube, mir fehlt, nein, fehlt doch nicht. So, was ich machen könnte, wäre vielleicht auch mal andere Farben. So ein bisschen farblich das Ganze ein bisschen hübsch zu machen. Obwohl eigentlich, die gefallen mir ganz gut. Ich mag ja diesen Vintage-Kram. Ich mag auch dieses ganze Shabby Chic, alles was romantisch ist. Und das sieht einfach toll aus. Ne? Ja, und so kann man hier im Prinzip ähnliche Sachen machen. Überlege ich gerade, so ein Cluster wäre auch eine schöne Idee, eigentlich für den Ephemera-Tausch, ne? Habe ich gerade so gedacht. Kann man auch machen. Warum nicht, ne? So, wollen wir mal gucken, wieder mein handgemachtes Papier hier. Die Sachen, das lässt sich ja Gott sei Dank ein bisschen besser reißen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, hier zum Beispiel. Dann Yep. So, was ich auch cool finde, ist eigentlich, wenn das hier so übersteht. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Das kann man dann hier so dran machen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich klebe das jetzt einfach stumpf fest, nicht? Ach so, nee. Was ich noch machen wollte, was ich dachte, was vielleicht auch ganz cool ist, ist, wenn wir das bestempeln. Und zwar mit etwas größerem vielleicht. Was so ein bisschen übergeht, übersteht, wie auch immer. Ich habe hier nämlich einen ganz coolen
ganz coolen Stempel. Das ist so eine komplette Collage. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Und ich glaube, das benutzen wir jetzt einfach mal. So, das kommt einmal hier zur Seite. Und dann brauche ich natürlich eine Unterlage, beziehungsweise das Stempelteil. Nehmen wir mal. Und da machen wir das jetzt dran fest. Boah, Alter, das klebt aber auch. Alter Schwede, ey. Krass. So, genau. Das kann dann hier einmal kleben. Und dann machen wir da einfach, gucken wir mal, wie das cool aussieht. So. So ist das, glaube ich, ganz gut. Ja. So. Und dann färbe ich das jetzt hier einmal gerade ein. Und da habe ich mir überlegt, das machen wir hier einfach in schwarz. Einmal umgedreht. Vielen Dank nochmal für diese Stempelhilfe. Die habe ich nämlich gebraucht gekauft. Jetzt muss ich gerade überlegen, es wäre ja ganz schlau, wenn ich da mal ein Stück Papier vielleicht runterlege, ne? Und eigentlich könnte ich das ja auch direkt mit so einem Papier hier machen auch, oder? Ach, noch viel besser. Das machen wir anders. Ich packe da direkt so ein Papier noch mit runter, damit ich mir das hier quasi schon mal vorstempel für andere Sachen und mir diese Stempelhilfe nicht so ganz einsaue. Gucken. So. Ich habe jetzt doch den ganzen Stempel eingedingst. So, ich hoffe. Ja, der Abdruck ist ziemlich cool. Ja, das finde ich richtig geil. So, dann nehmen wir das nächste. Da muss ich nur gucken, auf welche Höhe ich das hier mache. Komm schon. Kann man hier vielleicht ein bisschen höher das obere Stück machen. Ja. So, dann machen wir da hier auch noch. Ich sehe ja hier ein bisschen Farbe ist hier noch dran. Ach nee, das obere Stück habe ich ja gesagt. Na, ich bin ja ein Horst. Und dann mache ich das anders. Dann werde ich das hier mit dran klemmen. Kann da ja auch schon mal was mit drauf. Sozusagen. Gucken wir mal. Hopp. Oh, jetzt habe ich mir auf dem Magneten. Jetzt habe ich mir das auf dem Magneten gemacht, ja. Mehr oder weniger. Ich muss mal gerade doch dafür aufstehen. Oh, wahrscheinlich wackelt jetzt die ganze Kammer und der Tisch. Ein bisschen fester drauf drücken. So. Genau. Das ist so cool. Und dann mache ich das hier noch. Muss ich einmal gucken. Mache ich auch das obere Stück. Genau, das kommt dann quasi hier so drunter. Gerade einmal gucken. Ja, das sieht gut aus. So, dann machen wir uns das hier einmal so. Nur ein Teil davon. Und hier einmal das Papier drunter, das nicht so einsaugt. So. Und einmal richtig drauf drücken. So, wunderbar. Das ist für wann anders. Das kann hier einmal runter wieder. So, und ach, das mache ich vielleicht erstmal sauber, ne? Wäre ja ganz passend hier. Wenn das hier schon so dran klebt, kann man das hier gerade einmal noch sauber machen. Eingesaut habe ich es aber nicht wirklich. So, dann wollen wir das mal wieder abziehen und wieder da drauf packen. So. Und die Unterfolie. Zack, zack, bang. Fertig ist. So, dann habe ich schon mal durchgestempelte Collagen von drunter. Dann hatte ich mir hier schon Papier zurechtgelegt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, wie das war.
was weiß ich, irgendwas guckte, glaube ich, drüber und irgendwas nicht. Und ja, ist ja auch egal. Spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Weil kann immer mal wieder dann anders auch sein. Es geht ja nur darum, dass das hier so ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht hatte. Du wirst es wahrscheinlich noch wissen. Ich natürlich wieder nicht. Wie das dann so ist. Ist aber auch nicht schlimm. Na, ich reiß das jetzt hier einmal ab und dann kommt das hier dran. Fertig. So. Ja, ich wollte das irgendwie so drüber stehend haben auch, ne? Ich erinnere mich düster. Kurzzeitgedächtnis. Von 12 bis mittags, oder wie war das? Es kommt hier schon wieder nichts raus. Ich kriege eine Krise. Es ist nicht meins, ne? Das ist echt nicht meins. Ich muss mir das nächste Mal, glaube ich, die große Flasche davon bestellen. Das sieht immer so einfach aus, wenn Ines die benutzt. Und der Kleber ist auch toll, aber der ist halt nicht so flüssig, ne? Aber... Oh, nee, ich kriege eine Krise. Das ist... Vielleicht bin ich auch zu blöd, den zu benutzen. Ah, jetzt kommt's. Jetzt ist er gut. Jetzt ist auch vielleicht gar nicht mehr so viel drin. So, und das hier mache ich mal zu, weil ich bin gleich sonst bunt. Also nicht bunt, sondern schwarz. So. Ich muss ja echt sagen, auf mein selbstgemachtes Papier bin ich ja schon ein bisschen stolz. Ne? Das ist ja das erste Mal, dass ich das so wirklich gemacht habe. Ich habe mir das schon zigmal angeguckt und habe mich da nicht so dran getraut. Ich habe auch dieses Set schon echt lange. Aber bisher ist immer so ein bisschen... So. Ich habe noch eine coole Sache, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich bei meinen Goodies, die ich sonst immer mit meinen Paketen verschicke, da ist was Cooles bei. Wo habe ich die denn da? Ach nee, ach, die sind ja leer. Muss ich neue machen. Muss man gerade einmal gucken. Wo habe ich denn das Papier? Ich hatte so schönes Papier dafür. Warum muss ich anderes Papier nehmen? Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich anderes Papier dafür nehmen, weil ich glaube, das ist schon alle. Ah nee, ist es nicht. Habe ich da noch was von? Oh ja, ist noch genug da. Wieso habe ich das nicht gesehen? Ach Mensch. So, genau. Und zwar das hier. Mein absoluter super Lieblingsstempel hier. So, und dann stempel ich mir das hier einmal schön ab. Meine drei Collagen und einmal auf dem Packpapier abgestempelt, quasi sauber gestempelt. So, dann werde ich mir das jetzt ausschneiden. So, dann kommt das damit drauf. Das Papier ist total schön. Das ist so ein Briefpapier, uraltes Briefpapier. Es hat einfach eine schöne Struktur. Es ist recht dünn. Aber ich finde es ganz cool. Sieht irgendwie so, ja, so altbacken aus ein bisschen. So, und was ich jetzt machen werde, bei dem hier zum Beispiel, oder bei dem hier, weil da ist mir der Stempelabdruck ein bisschen dreckig geworden, da werde ich da auch diesen Rahmen einmal ausschneiden. Und dann kann das da aus der Collage drunter herlupen, was auch immer dann da gerade ist. So.
So Rahmen ausschneiden finde ich sowieso irgendwie cool. Und hier werde ich das dann auch machen. Und was natürlich auch cool ist, wenn du hast, aber ich glaube, ich müsste gucken, ob ich noch habe, sind aus sowas hier so kleinen Fensterchen. Kann man ganz toll Blümchen, gepresste Blumen oder so hinterklemmen, ne? Ich glaube, das ist ganz cool. Schauen wir mal. So, das hier würde ich jetzt auch nur als Hintergrund hier nehmen, genauso wie das hier. Und das würde ich dann, ich muss das jetzt hier mal zumachen. Der Deckel, der ist auch irgendwie nicht so, also so müsste ich das eigentlich hinstellen. Es fällt gleich bestimmt um. Und ich habe nichts, wo ich das so wirklich reinstellen könnte. Nee. Oder doch? Ich habe ja nur so ein kleines Teil, da waren mal Blümchen drin. Ja, so wird's gehen. Fällt mir zumindest nicht sofort um. Okay. Dann, jetzt muss ich gerade überlegen, was kann noch hier hin? Das hier könnte diesen Spray-Effekt, den schneide ich hier einfach mal aus. Und das hier von der Collage, das untere Stück auch. So. Dann könnte man das hier noch mit, muss ich gerade mal gucken, ob ich das hier vielleicht noch mit dran machen. Ach, warum nicht? Geht, ne? Sieht doch ganz nett aus. Gefällt mir aber noch nicht so ganz von der Dings her. Das müsste ein bisschen. Und hier machen wir einmal das Paint, was hier noch übrig ist. Ja. Und so kannst du im Prinzip dir das alles fein machen aus Müll. Ne? Also du musst nicht unbedingt Scrapbook-Papier dafür haben. Manchmal reicht es auch, wenn man so ein bisschen was von so ein bisschen Müll behält. Gerade auch von Verpackungsmaterialien, die Dings betreffen, also Bastelsachen. Da sind die Sachen manchmal echt so schön verpackt, dass man das direkt wieder weiter benutzen kann. So, das wäre jetzt so ein Kärtchen. Das Kärtchen, da könnten wir vielleicht mal was ganz anderes machen. Zum Beispiel so eine Ecke hier, so eine etwas romantischere, die ein bisschen im richtigen Winkel ein bisschen pervers aussieht. Aber da wollte ich ja nicht mehr drauf eingehen. Hab schon überlegt, ob ich überall so einen Rahmen reinmache. Finde ich ja eigentlich auch irgendwie nicht schlecht, oder? Was sagst du? Irgendwie ist das cool. Ach so, hier wollte ich auch noch ein bisschen was machen. Dann machen wir dann vielleicht, muss mal gerade gucken, was denn hier am besten aussieht. Keine Ahnung, machen wir jetzt mal Ecke. Haben wir genug rund gemacht, jetzt machen wir mal Ecke. Bisschen eher wie eine Ticket-Ecke. So. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Ich würde das untere tatsächlich ausschneiden, weil hier steht das Love. Wenn ich das da drüber klebe, dann könnte genau das Love da drunter hergucken. Ja, ich glaube, das fände ich ziemlich cool. Dann kleben wir, nee, das kleben wir noch nicht fest. Und zwar machen wir erstmal ein bisschen die Ecken drumherum. Und was ich mir jetzt gerade noch so überlegt habe, damit das so ein bisschen absteht, mache ich da ein bisschen Stoff drunter. Das war das hier. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, dann ist es richtig so clustermäßig hier, ne? So. So. Ja, und das sieht gut aus. So machen wir das. Holen wir nochmal die kleine Matte raus und dann schneiden wir das hier mal aus. Vielleicht schneide ich auch gleich einmal die Nummer mit aus. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Dann habe ich einen bisschen größeren Rahmen. Geht ja ein bisschen schief hier. So. Und da kann man dann auch noch was drauf machen. Gerade gucken.
das so mache, dann können da gleich noch vielleicht ein, zwei Sticker oder sowas drauf. Hier muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht hier runterhängen lasse einfach. Was ein bisschen doof ist, man sieht von dem oberen Stück links nichts. Ist aber nicht schlimm. So, dann schmeißen wir das Teil hier mal an. Und kleben damit das hier einmal fest. Wie hatte ich das denn jetzt? So, ne? Ich glaube ja. Mal gucken wir mal, ob da hier schon was rauskommt. Weil das Zeug, das, wie ich vorhin festgestellt habe, wird es echt extrem schnell heiß. Das blinkt jetzt also noch grün. Mal gucken, ob sich da gleich was dran ändert, wenn das fertig ist. Ach, das hatte ich heute noch gar nicht benutzt. Das hatte ich letztes Mal benutzt bei den, bei der Snippet Roll. Das ist hier so ein Heißklebe-Akku-Ding. Also man braucht kein Kabel, man kann damit ganz toll kleine Sachen machen. Hier, genau, jetzt kommt das nämlich hier schon raus. Da drückt man dann einfach nur und macht das hier immer. Das ist wirklich für so Kleinigkeiten, ne? Ist das echt cool. Muss man nicht extra das große Teil rausholen. Das klebt Bombe. Finde ich super. Gucken wir das hier gleich auch noch mit fest. Dafür ist es quasi schon gar nicht nötig, aber so. Und dann machen wir gleich hier den Rahmen. Genau. Super. Das gefällt mir. Okay, dann kann das Ganze wieder aus. Aber zum Auskühlen wegpacken. Hey, super cooles Teil. Ich bin super begeistert. So, das wollte ich ja hier drauf. Und was wollte ich hier nochmal drauf machen? Da machen wir, glaube ich, nachher gleich einen Sticker. Irgendwas Schönes. Sticker benutze ich auch so selten. Ich weiß gar nicht, warum ich so selten Sticker benutze. Benutzt du auch so selten Sticker? Ich verstehe das gar nicht. Man hat Tonnen von Stickern, ne? Und ich habe wirklich Tonnen von Stickern. Und irgendwie benutze ich sie nie. Ich verstehe das nicht. Frag mich nicht. So, nicht, dass ich es da reinlege. Nee, das klappt ja schon wieder mal gar nicht. Ich wollte das eigentlich so haben, dass ich das dann mal wieder reinstellen kann. So. Na, funktioniert nur semi-gut. So, das ist schön, das gefällt mir. Das ist eine tolle Idee gewesen. Dann werden wir das hier vielleicht so machen. Und da gucke ich mal, was ich da gleich noch drauf mache. Das geht aber auch eigentlich mit dem Kleber, da braucht man jetzt nicht extra das Teil bemühen. So. Und dann machen wir das hier noch dann. Ja. Bei diesen Collagen ist es oft so, also ich habe da ja schon dieses von dunkel zu hell und wieder dunkel und so, damit das ein bisschen Kontrast gibt. Aber ganz häufig ist es so, dass ich tatsächlich nicht ganz so viel darüber nachdenke, sondern erstmal so die Schichten klebe. Manchmal ärgere ich mich dann auch im Nachhinein. Also ich ärgere mich jetzt zum Beispiel, weil ich wollte das doch eigentlich die Ecken und Kanten machen. Habe ich jetzt bei dem hier total vergessen. Das würde wahrscheinlich damit viel besser aussehen. Gucken, ob das noch geht. Ein bisschen wenigstens. Es klebt noch nicht ganz so fest. Ich nehme es direkt ab, halte es dann hier an der Stelle, wo es nicht ganz so klebrig ist und dann inke ich das doch noch ein bisschen nach. War noch nicht richtig fest. Das ist gut. So, jetzt aber. So. So, das habe ich jetzt aber geinkt. Das heißt, ich kann das hier einmal kleben. So, und dann kommt dann gleich hier der Rahmen drauf. Und dann gucke ich mal, was ich in den Rahmen noch reinsetze. Hier wollte ich auf jeden Fall noch was hinmachen. Und ja, Washi ist auf jeden Fall auch immer gut. Da gucken wir doch mal. Ich habe ganz hübsches Washi. Irgendetwas von den kleineren, die ich hier so habe, die könnte ich doch mal benutzen. Mit so ein bisschen Schrift oder ein bisschen Tickets oder ach hier, das ist doch was Feines. Sieht doch gut aus. Wollen wir gerade hier einmal lose machen. Na komm schon. Also in letzter Zeit, also wirklich diese Anfänger Dings hier, die ich jetzt hier mache, die Serie, die ist tatsächlich von den Videos her doch ein bisschen lang, ne? Ich hoffe, dass sich das nicht stört. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht. Dann kann man nämlich direkt auch mitbasteln. Ich mag ja eigentlich lange Videos. Mit dem
Hochladen wird es nachher natürlich ein bisschen blöd für mich, weil das dauert dann echt ewig. Jetzt habe ich schon geklebt, ohne dass ich das geklebt habe. Aber ist okay. Das hier lasse ich dann nochmal hier vorne wiederholen. Das ist ein schönes Washi, finde ich. Sieht gut aus. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich gucke jetzt einmal. Ich habe, glaube ich, da oben. Wie ich da denn drankomme jetzt, ohne dass mir alles auf den Kopf fällt. Uah. Oh, ich glaube, ich habe da noch ein paar Blumen. Ich gucke mal gerade. Ich hatte mal getrocknete Blumen. Ja, da sind noch ein paar drin. Nicht ganz so viele. Und nicht ganz so. Das hier, das ist relativ fest. Guck mal, vergiss mal nicht, ne? Die sind ja so schön, ne? Oh, guck mal, wie süß. Oh, super. Die sollte ich vielleicht mal benutzen, ne? Cool. Da passt es nicht mehr. Ja, ich muss mal unbedingt Blumen trocknen, ne? Hier habe ich Blätter. Ganze Blumenblätter ist auch schön. Könnte man vielleicht hier noch mit dran machen oder so. Hm? Ich weiß nicht, nee. Ich lasse das jetzt erstmal so. Und zwar werde ich aber die Blümchen da dran machen. Ans Fensterchen. Muss ich nur gerade gucken. Also die, vergiss mal nicht, die sind so filigran, die werde ich hier drauf peppen. Die hier, die kleine Gänseblümchen, das werde ich dann hier dran machen. So ein bisschen quer. Und das hier, das ist ein bisschen fester. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auch so ein, ich will mal nicht sagen Unkraut, ja, weil Unkraut ist das ja eigentlich alles gar nicht. Aber das werde ich dann vielleicht... Nee, ich glaube, das ist mir hier zu viel. Ich lasse das. Aber das hier finde ich ganz schön. Und hier muss ich einmal gucken, ob das nicht mit dem hier besser aussieht. Sieht, glaube ich, besser aus. Das ist ein bisschen sehr dünn. Davon machen wir aber... Also getrocknete Blumen sind ganz toll. Kann man ganz tolle Specium-Cards mitmachen. Also so Gattungskarten. Werden wir auch mal zusammen machen. Also das sind alles so Dinge, die bei mir im Kopf sind und auf meiner To-Do-Liste. Und jetzt überlege ich gerade, wie man die hier am schlauesten drauf macht. Ich muss kurz darüber nachdenken. Ich bin gleich wieder zurück, weil ich habe das ja eh schon geschnippelt wegen dem Postboten. Also werde ich es eh schnippeln müssen. Also mache ich mal kurz Pause und suche noch ein, zwei Teile zusammen. So, ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt. Erstmal habe ich hier so ein kleines Die-Cut gefunden, was aussieht wie so ein Knopf. Da habe ich mir überlegt, das kann man hier bestimmt irgendwo noch mit dran machen, weil das einfach niedlich aussieht. Und dann habe ich das hier. Das muss ich mir einmal zurechtschneiden. Ich muss gerade gucken, auf welche Höhe hier so ungefähr. Dass es so ein bisschen auch noch rausguckt. Also es muss nicht komplett weg sein, aber so. Und hier, ich hatte ja gerade überlegt, wie ich mir das festmache. Und ich habe mir gedacht, ich bemühe nochmal meine kleine Maschine hier. Und zwar, vielleicht hast du ja mein Video schon mal gesehen zum Thema Siegelwachs. Und man kann das ja auch mit Heißkleber machen. Und ich habe mir gerade überlegt, ich werde mal versuchen, das mit diesem kleinen Heißkleber hier zu machen. Und ich habe leider, also ich habe mir schon bestellt so ein ganz, ganz kleines Mini-Siegel. Habe ich jetzt aber leider noch nicht. Deswegen werde ich das jetzt einfach mit einem Teil von diesem großen Siegel einfach machen. Also das, was mit drauf ist, ist drauf. Und was nicht drauf ist, ist auch nicht drauf. Ist auch nicht schlimm. Also ich werde jetzt einmal das Ding hier anmachen, dass das wieder heiß wird. Und dann werde ich das festkleben. Man könnte natürlich auch diverses andere Zeug da drauf machen. Also wie gesagt, man könnte jetzt auch hier so ein Die-Cut mit Heißkleber einfach drauf machen. Warum Heißkleber ist oder ein Sticker auch drüber machen oder Washi-Tape geht natürlich auch. Ich finde das aber eigentlich ganz cool mit dem Heißkleber, weil das dann einfach richtig festhält, ne? Also behaupte ich jetzt mal einfach. Oder Wachs. Ich würde jetzt auch Wachs nehmen, nur ich habe keine Lust, jetzt extra eine Kerze anzumachen und das zu schmelzen. Und also ein Krimskrams, was auch gehen würde, wäre fertige Wachssiegel. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Ich hatte auch mal einen Short, glaube ich, gemacht und... Videos. Ich hatte das ja auch mal in meinem Shop. Das kommt auch wieder rein, Wachssiegel, fertige, die man dann einfach so draufkleben kann. So, jetzt ist das hier schon gut. Und jetzt mache ich hier einmal mit dem Dings, es ist jetzt natürlich durchsichtig, was ein bisschen blöd ist, aber ist nicht dramatisch. Ich mache das jetzt einfach mal hier so drauf und gucke, was gleich passiert, wenn das abgekühlt ist. Wir schauen uns das einfach mal an.
So, und hierbei, jetzt muss ich einmal gucken, ich suche mir hier ein passendes Stanzteil oder sowas aus. Irgendeine Kleinigkeit, so ein Knopf oder sowas noch. Das eine soll ja hier. Meine Güte, jetzt habe ich mich aber auch verhaspelt mit dem Zeug. Meine Güte. So, dann hatte ich einmal hier den Knopf. Den wollte ich ja hier dran machen. Das mache ich jetzt auch gleich direkt damit. Es ist so ein cooles Teil, echt. So, einmal mit dem Knopf festgemacht. Und dann gucke ich einmal hier, was ich hier für Stanzteile habe, die man da auch noch mit drauf machen kann. Ich habe ja wirklich ja, einen Arsch voll Sachen quasi hier. Man könnte auch sowas übertrieben. Das ist ein bisschen zu groß. Aber so kleinere Schleifchen vielleicht oder sowas. Könnte man da ja auch drauf machen. Oh, guck mal, hier habe ich so ein ganz kleines Mini-Herzchen. Das ist ein Knopf. Ein Knopf-Mini-Herz. Was gibt es hier noch? Also hier ist ja wirklich so viel drin. Ein wunderschönes Sammelsurium von Dingen. Ach, guck mal, hier habe ich ja auch. Hä? Wie passend. Direkten Siegel. Ja, ist ja auch schön. Das ist jetzt keins von denen, die ich gemacht habe, aber hier ist direkt ein Kleber hinten dran. Muss nur gucken, ob das dann mit der Pflanze, ob das dann auch gut passt. Sonst werde ich das nochmal zusätzlich fixieren mit dem. Oh, mein Heißkleber läuft aus. Okay, das sollte man zwischendurch vielleicht mal ausmachen. Wo ist denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt wird es aber hier. Jetzt wird es aber kritisch. Wo ist denn mein Haken eigentlich? Mein Haken ist weg. Weiß nicht, wo der ist. Das gibt es auch gar nicht. Hier läuft das Ding aus. Vielleicht sollte ich es einfach ausmachen, wa? Das wird ja relativ schnell wieder heiß. Na, na endlich. So, geschafft. Na, jetzt aber hier. Das kannst du doch mal. Ich mache vorsichtshalber es doch wieder an. Na komm schon, mach mal an. Geht das nicht, oder was? Weil das jetzt hier. Braucht das jetzt eine Pause? Oder was? Oder was ist hier los? So. Ah nee, da kommt noch genug raus. Okay. So, ich mache, das kann jetzt hier abkühlen und ich mache, das ist halt schon ein Kleber hinten drauf, aber bei den Sachen fixiere ich das lieber noch ein bisschen doller. Und wisst ihr, was cool ist? Das hier ist gemacht, dieses Siegel mit einem 10-Cent-Stück. Ja, ihr könnt also auch Geld reindrücken, wenn ihr kein Siegel habt. Das funktioniert auch. Habe ich selber zwar noch nicht gemacht, aber ich habe es schon mal gesehen. Und da sehe ich es auch gerade, dass das 10-Cent-Stück ist. So, jetzt gucken wir, ob das hier gut. Oh nein, ja, es geht ja ganz toll. Nur bleibt jetzt das Ding da dran hängen. Aha, das war jetzt auch nicht sehr schlau. Okay, aber wie du siehst, ist das jetzt hier dran. Und jetzt habe ich eine Klebefläche. Und das finde ich wiederum nicht so schlecht. Denn jetzt kann ich. So einen Klebepunkt nehmen. Wo ist denn mein Haken? Junge, schon wieder. Hello, hello in the chaos. Where is my Haken? Oh, ja, gut, dann nehmen wir halt das hier. Wenn ich keinen Haken habe. Es ist echt unglaublich. So, und dann machen wir dann das Ding hier. Fummel, fummel, fummel. Na komm schon. Fummelst du dich hier tot, ey. Jetzt fummelst du sich hier tot. So. Also, funktioniert ganz super mit Heißkleber. Ich habe auch mal so ein Vergleichsdings gemacht, so ein Video mit Heißkleber und mit Wachs im Vergleich. So, falls sich das mal interessiert. So, klitzekleine Mini-Collage. So, und dann hatte ich ja gesagt, ich will unbedingt noch Sticker benutzen. Und was ich jetzt auch noch machen werde, ist noch diesen Stempel hier auch noch. Das Ganze so ein bisschen. Weil ich finde, hier kann zum Beispiel ergänzend noch eine Pflanze dran. Finde ich ganz gut. Und hier auch. So. Ja, ist natürlich ein bisschen komisch, der Abdruck. Das ist jetzt auch irgendwie der Stempel. Ich weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so toll. Der ist nicht so filigran irgendwie. Der ist so. Habe ich jetzt nicht den besten Stempel für gewählt. Nun gut. Jetzt ist es, wie es ist.
Jetzt muss das auch noch ein bisschen trocknen. Und genau, und dann suchen wir uns erstmal noch ein paar Sticker. Wo habe ich denn jetzt mein Sticker-Ding? Wir kommen auch immer so toll. Ach, da, direkt hinter mir quasi. Muss nur gerade einmal, oh Gott, neben mir sieht es schon wieder aus, das willst du gar nicht wissen. Ne? Schon wieder gestapelt ohne Ende. Ich habe hier wirklich zu wenig Platz. Ich habe ja schon alles umgemodelt, aber gut, andere würden jetzt sagen, ich habe zu viel Kram. Ich weiß auch schon, wer das sagen würde. Aber ich bin nun mal ein Vollblutbastler. Was soll ich tun? Also, wir hätten hier einmal solche Perlen. Perlen sind auch immer schön. Wenn man sie denn dann hier von der Dings abkriegt. So, und die machen wir jetzt einfach mal hier so an die Seite. So, das sieht doch schick aus. So, solche Sticker. Dann könnten wir nehmen... Was habe ich denn hier noch? Und solche Schreibsticker. Kann mal gucken mit so Schrift. Sprüche sind ja auch immer cool. Ja, Moment, ich hatte doch irgendwo noch meine Sprüche. Vielleicht sollte ich die erstmal aufbrauchen, bevor ich hier schon wieder was Neues rausnehme. Das ist mir zu lang. Das ist kurz. Ich habe zwar keine Ahnung, was da drauf steht, aber... Man kann es auch überhaupt nicht lesen. Aber sieht nett aus. Hier zum Beispiel. Nee, nicht wirklich. Also hier geht's. Das finde ich okay. Hier ist das durch die Fensterchen alles auch ein bisschen aufgelockert. Das sieht ganz nett aus. Bei den anderen Sachen, da werde ich jetzt doch tatsächlich einfach mal ein bisschen meine Sticker drauf machen. Hier zum Beispiel einmal. Gucke ich gleich. Ach, das wäre auch eine Idee gewesen. Mit den Stickern hier. Die sind jetzt aber zu groß. Das Mädchen. Das kann ich nehmen. Und eine Uhr könnte ich auch mal nehmen. Hier zum Beispiel. Uhren gehen immer. Ja, alles gleich wollte ich jetzt auch nicht, ne? Aber ich habe mir gedacht, das Madel, das ist schon ganz nett. Das kann da mit drauf. Da muss ich nur gucken. Ach, hier, das ist auch schön. So eine Schleife. Das sieht auch süß aus. Die würde, glaube ich, besser hier hinpassen, oder? Ja, mit dem Mädel, da muss ich, weil das ist auf weißem Stickerpapier, das muss ich erstmal den Rand noch ein bisschen hier bearbeiten, damit das nicht ganz so übelst leuchtet, weil das sieht nicht so schön aus. Muss ein bisschen auf alt gemacht werden, dann geht das. Na, dann sieht das auch schöner aus. Ja, der sieht die gut aus, so mache ich das. Was gibt es hier sonst noch? Ja, Butterflies, ist klar. Ja, Schmetterlinge gehen doch auch immer, ne? Und dann nehmen wir noch irgendwas Botanisches hier. Was haben wir denn hier noch? Oder so andere Figürchen. So ein Figürchen habe ich ja auch noch. Gott, mal gucken, wo das denn gut hinpasst. Hier vielleicht drauf. Ja, ich kann mich immer so schlecht entscheiden. Ne? Man hat dann immer so viel und dann weiß man immer nicht wie. Aber ich glaube, das gefällt mir so eigentlich gar nicht so schlecht. Das hier, das passt ganz gut, wie ich finde, mit dem Blau. Jetzt müssen wir nur gucken, weil das sind ja diese Washi-Sticker. Die sind doch so ein bisschen durchsichtiger. Doch, aber ich denke, das sieht schön aus. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Die Uhr, die packe ich mal weg. Hier ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das wird zu viel. Obwohl, das könnte man dann eventuell auch so machen mit der Schleife hier, ne? Aber ist auch irgendwie zu viel, ich weiß nicht. Irgendwie gefällt mir das alles nicht. Ich glaube, das muss ich so lassen. Hier ist mir ein bisschen zu viel weiß, aber was man vielleicht noch machen könnte, das ist vielleicht eine gute Idee. Das Ganze ein bisschen inken, ne?
sieht das nicht mehr ganz so weiß aus. Guck, souverän gelöst, würde ich sagen. Das ist super. Das finde ich gut. Dieser gelbe Schmetterling, der gefällt mir eigentlich auch. Ich glaube, den packe ich da tatsächlich drauf. Und dann schauen wir mal, wie wir den Rest noch machen. So, das sind ja schon richtige, naja, größere Cluster, die wir hier gebastelt haben. Das ist zu groß. Ja, das Mädel, das muss auch weg. Das ist mir zu groß. Was ich noch machen kann, ist das hier einmal. Vielleicht. Das will ich jetzt auf jeden Fall kleben. Muss noch einmal gucken, dass ich das hier lösen kann. Oh, jetzt kriege ich die wieder nicht ab hier. Meine Güte. Also, weißt du, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man so mit Stickern immer so ein bisschen hadert. Oder? Wenn die immer so schlecht abgehen. Dafür sind ja eigentlich Sticker-Sheets besser. So. Und ich glaube, mir gefällt das hier aber viel besser. Da diese Ecke, die ist mir noch ein bisschen zu. So. So, noch ein bisschen eingefärbt hier. Da auch noch so ein bisschen. Das ist ja ganz schöne Struktur, um das hier so ein bisschen noch zu inken. Geht eigentlich ganz gut. So, dann würde ich sagen, sind wir diese Woche mit dem Thema durch. Und zwar Collagencluster und Schnipselbenutzung quasi, ne? Wie man es auch immer machen kann. Ja, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Ja, das ist jetzt ein bisschen wieder ausgeartet, aber wie das dann eben so ist. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich dir ein schönes Wochenende und sage bye bye, ciao, ciao.